Willkommen zu einer weiteren Truppe, Supertruppe. Nee, stimmt gar nicht. Cut. Supertruppe, Superschweinereiter. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich will immer Let's Play sagen, ist aber gar kein Let's Play. Ja, nachdem wir gestern ja wirklich cooles Update bekommen haben. Ich habe noch keine Bugs entdeckt. Habt ihr schon was entdeckt, was geht, was nicht geht? Also ich habe noch, muss ich sagen, noch nichts entdeckt, auch wenn die Liste ja sehr, sehr lang ist, was gemacht werden konnte oder gemacht werden kann. Habt ihr sicherlich gestern gesehen, dass ich ziemlich angehypt war von der Geschichte hier mit den Skins vor allen Dingen. Das hat mich gestern wirklich heftig von den Socken gehauen. Auch, dass man hier direkt mit dem Pfeil in den nächsten Helden reinspringen kann. Echt nett. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das ist das Beste am Update. Und natürlich auch die legendären Skins hier. Was heißt die legendären Skins? Sondern die Skins, die es nur für Medaillen zu kaufen gibt. Da habe ich übrigens noch eine Umfrage gestartet. Also an der könnt ihr auch teilnehmen, welchen ihr denn da am besten findet. Ich habe da meinen ganz klaren Favoriten. Aber was will ich heute eigentlich machen? Ich will heute eigentlich mal die Supertruppe Superschweinereiter ausprobieren. Und was ich sehr, sehr gut finde bei den Supertruppen, man kann sie vorher mal ausprobieren. Ja? Man kann sie vorher mal ausprobieren. Das kann man leider bei den anderen Truppen nicht machen. Deswegen weiß ich noch gar nicht, wie man den kleinen Mini-Wächter einsetzt. Aber hier kann man die halt mal, kann man die halt mal checken. Wie die sich jetzt gleich teilen. Also der Schweinereiter fliegt raus, das Schwein macht weiter Schaden und er macht hier auch weiter Schaden, da wo er halt gerade hinfliegt. Das kann man mit den ganzen anderen Truppen leider nicht machen. Das heißt also, mit den normalen Truppen geht das nicht. Man kann sie auch noch nicht mal irgendwo ansatzweise sehen, wie sie denn kämpfen, was sie denn machen und so weiter. Bei Clash of, nicht Clash of Clans, bei Clash Royale gibt es immer so eine kleine Vorschau. Finde ich auch sehr, sehr gut, wie die Truppen da ticken, und dann kann man die zumindest da immer mal kurz mal anspielen, beziehungsweise kann man es eigentlich nur sehen oder kann man die auch anspielen. Ich glaube, man kann sie auch anspielen. Fände ich aber hier auch mal noch eine kleine, aber feine Verbesserung, wenn jetzt sowieso schon so viel animiert ist. Eine Sache noch am Rande, was wir gestern auch festgestellt haben und ich auch tatsächlich nicht wusste: Es gibt hier eine kostenlose Szenerie. Klassisch gegen klassisch. Wo ist jetzt der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, dass da ein bisschen mehr Steine sind und hier ein bisschen mehr Wald. Der marginale Unterschied ist aber, dass hier unten lila ist und oben grün, und in der anderen ist oben lila, unten grün. So wollte ich es, glaube ich, sagen, ne? Wenn wir das jetzt mal changen. Wir können ja auch eigentlich beide rotieren lassen, ne? Wir können ja auch beide rotieren lassen. Warte mal, wir gehen mal raus und gehen mal wieder rein. Dann ist hier unten immer noch das. Okay, das ist doof. Machen wir mal nicht nach dem Rotationsbetrieb, sondern nehmen wir mal das hier. Jetzt haben wir unten lila und oben so, also ein bisschen grün. Ah ne. Ah ne, das ist nur, wie sie aussieht. Select, unten lila, oben grün. Und mit etwas weniger Wasser da am Rand. Und hier haben wir nochmal die Swap. Also hier unten haben wir ein bisschen mehr Wasser am Grün, und dafür haben wir hier lila und das Wasser ist hier leer. Also so der Unterschied. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefällt. Aber ich würde jetzt ganz gerne erstmal den Schweinereiter spielen. Ich habe ihn noch nicht gespielt, also nehmen wir erstmal ein freies Spiel, würde ich sagen. Und machen danach unseren Clankriegsangriff. Ihr seht, ich habe auch schon ein bisschen was getan gestern. Ich habe die Helden ein bisschen gelevelt. Also Queen ist auf 88. Und ich habe auch noch einen Hammer, um sie dann später auf 90 zu klopfen. Wir haben gestern noch die Heiler gelevelt. Und was haben wir denn eigentlich noch gemacht? Zauber habe ich keinen gemacht. Ich glaube, das war es eigentlich auch. Im Moment laufen bei mir im Labor die Drachen. Im Moment laufen bei mir im Labor die Drachen. Und weil ich ja jetzt so eine richtig harte Queen habe, nehmen wir den mal doch nicht mit. Nicht, nee. Ich würde sagen, wir überschätzen das mal jetzt gerade nicht. Sonst, ja, ich meine, ihr seid es von mir gewohnt, dass ich live richtig schön immer fehle. Aber den nehmen wir mit hier. 8K Dunkles. Klamburg ist da, Adler ist da. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall so ein bisschen was von allen. Gehen wir aber hier unten mal rein und mal sehen, wie die neuen Heiler sind. Ich habe jetzt mal einen Bohrer dabei. Mal gucken, wie die denn jetzt so heilen, ob das jetzt OP ist.
Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Okay. Ich sehe schon, da muss ich auch gleich unbedingt dran denken. Aber ich wollte auch gerade sagen, ist nur ein 70er King. So, der kommt da nicht ganz an, aber wir bekommen den Adler. Das ist sehr schick. Schicken wir hier mal noch zwei rein. Ja, das habe ich jetzt geschnackelt da. Jetzt müssen wir hier eben aufpassen, das ist ein Single Inferno. Der ist aber schon mal down und jetzt können wir eigentlich mit unseren Hocks hier rein. Wir nehmen den Bohrer mit und ich glaube, wir nehmen die neuen Hocks hier am Ende mit drin. Eieiei, wo sind meine ganzen Miner, Leute? Wo sind meine ganzen Miner geblieben? Aber das sieht noch ganz gut aus. Ah, da oben. Oh, da muss ich wirklich ein bisschen hart aufpassen hier. Hier nehmen wir mal noch ein bisschen was zum Kontern mit. Royal Champion ist noch da. Die Miner sind auch noch da. Aber die ganzen Hogs sind alle schon weg, oder? Haben wir hier noch irgendwo ein Schweinchen? Nee. Da oben auch nicht mehr. Ah doch, da ist noch ein Hog Rider, der da gerade an der Kanone rumfummelt, okay. Nicht schlecht. So, ich nehme den jetzt mal, dass vielleicht noch irgendwas auf das Lager da geht, aber da geht nichts auf Lager. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Aber mein Bohrer ist immer noch da, Leute. Der Bohrer! Guckt euch das an! Oh, der hat sich da also sowas von hart durchgebohrt. Und haben wir noch eine Defense? Ja, wir haben immer noch eine Defense. Wo ist der Bohrer? Bohrer! Wo ist der Bohrer? Ich mache ihn mal auf. Da sind nämlich auch noch ein paar Schweinereiter drin. Okay. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Schweinereiter drin. Alles klar. Das hat auf jeden Fall viel, viel besser geklappt als jetzt eben mit meinem Rathaus 14er. Mit dem habe ich nämlich die gleiche Truppe ausgebildet. Aber ich habe jetzt schon gesehen, was mir fehlt. Mir fehlt auf jeden Fall für den Queen Walk ja, ich würde sagen einer, ne? Oder vielleicht sogar zwei Headhunter. Schade, Time Fail. Macht aber nichts. Ich glaube, mir fehlt ein Headhunter. Ich glaube, ich nehme hier mal einen Headhunter mit rein. Ich muss mal gerade gucken. Zwei weniger von denen. Zwei davon. Und ich würde sagen, was ziehen wir dafür ab? Ich glaube, ich würde sagen, wir nehmen davon zwei weniger. Das müsste genau passen. Ja, passt genau rein. Okay, klicken wir die nochmal nach und machen das hier genauso. Eins, zwei. Nehmen hier auch zwei Headhunter mit rein. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ich glaube, das ist ganz gut so. Dann wünsche ich mir das nochmal. Wir haben auch wieder einen Bohrer dabei. Wir können auf jeden Fall tauschen. Ja, ich bin jetzt gleich mal gespannt. Ich lasse das eben mal zu Ende bauen hier. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder zu einem Klankriegsangriff. Oh, wir haben ja was live. Nur wenn wir was live reinkriegen, nehmen wir was live mit. Wenn wir was live reinkriegen, nehmen wir was live mit. Habt ihr die neuen Truppen schon ausprobiert? Vor allen Dingen den Mini-Warden. Den haben wir ja gestern so ein bisschen reingeschickt. Aber hier seht ihr die neuen Drachenleute. Oh, sehen die cool aus? Sehen die cool aus? Die hypen mich auch so ein bisschen. Die Farbe ist einfach so schön, ne? Mal sehen, wie gut oder wie schlecht sie eigentlich tatsächlich sind. Aber sieht noch ganz okay aus. Er hat noch den Gladiator. Hier. Allerdings hier hinten wird es jetzt ein bisschen mau. Geht aber noch, denn im Moment, ja, ist vielleicht, oh, da waren Hexen in der Clanburg. Eieieiei. Okay, die sind natürlich jetzt ziemlich nervig, die ganzen Skelette vor allen Dingen. Die sind ziemlich nervig. Vielleicht noch mit den Minions mitgekämpft. Da hat er nämlich noch ganz schön viel verloren und noch mehr Skelette, okay. Ah, das ist ein bisschen unglücklich. Aber okay, sind zwei Sterne. Und
Damit sind wir auf jeden Fall hier ganz gut in der Spur. Oben haben wir gestern 3 geholt, das müsst ihr euch im Livestream angucken. Den bringe ich heute auch noch live mit rein, beziehungsweise den bringe ich noch mit zum Nachgucken hier auf YouTube. Den habe ich gestern schon exportiert, aber ich mache mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich zum Clankriegsangriff wieder. Weiter geht's, Freunde. Ich habe das Lager voll und ich habe mir gedacht, ich nehme mir heute die Nummer 2 vor. Der hat Klarenburg in der Mitte, beziehungsweise das Rathaus in der Mitte und hier unten auch schon etwas höhere Helden am Rumlaufen. X-Bögen stehen zwar auf Boden, aber mal sehen, wie weit ich hier komme. Ein Unsichtbarkeit, ja, ich habe 2 von denen. Let's go. Let's go hier. Schauen wir mal. So, Max Heiler. Geiler Scheiß. Echt heftig. Moorbruch. Und jetzt müsste eigentlich das Lager da noch fallen. Oh, sie geht drin. Das ist cool. Dann machen wir das mal so. Mal gucken, wo der so hingeht. Okay, da kommt nur so ein bisschen was raus. Das ist sicherlich ein bisschen super wenig. Ah, ja, ich darf nicht meine Queen verlieren. Okay, ich verliere meine Queen. Aber wir gucken mal, wie die hier jetzt durchgehen. Ich nehme den Bohrer mal noch nicht, Leute. Ich nehme den jetzt. Ah ja, wo sind die alle hin? Ah, der Bohrer ist da aber am Rathaus auch. Sehr schön. Der Bohrer ist da mit am Rathaus. Allerdings jetzt die große Bombe. Heil haben wir auch noch. Wir haben aber auf jeden Fall die 2 Sterne. Also gar nicht mal so schlecht. Ich musste mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Die Miner sind noch am Start. Und ich höre auch die Hawks. Allerdings, und der Bohrer ist immer noch da. Leute, wie stark ist denn der Bohrer geworden? Wow, da kommen jetzt auch noch mal ein paar Schweine raus. Junge, Junge, der Bohrer ist echt... Hab das gesehen, einmal durch die ganze Base durch. Hawk Rider, schreien die jetzt noch einmal, bevor sie rausgepfeffert werden hier. Aber die holen mir noch die letzten Prozente. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt hätten wir noch ein bisschen außen räumen können, aber für mich war es in Ordnung, hier die 2 Sterne auf jeden Fall gemacht zu haben mit Hybrid. Also Hybrid mit den 9 Schweinereitern. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon gespielt habt oder nicht. Aber ich habe es zumindest jetzt wieder gemacht, auch eben mit dem Avatar. Das war aber hier unten. Ist mir aber auch nur mit 66% geglückt. Da sind mir leider die Heiler gestorben. Also je länger, glaube ich, die Queen. Queen hält richtig lange. Und vor allen Dingen fand ich jetzt richtig gut, habe ich gestern bei mir im Discord gelesen, die Hawks noch zusätzlich in den Bohrer. Finde ich jetzt gerade ziemlich stark. Blimp traue ich mir im Moment nicht. Weil die Blimps gehen jetzt etwas eher auf. Da bleibt auch noch eine Frage auf. Die gebe ich euch als Hausaufgabe jetzt mit. Und zwar, ab wie viel Truppen kommen die Truppen schneller aus der Blimp oder überhaupt aus den Belagerungsmaschinen raus? Denn einige können im Moment gar keine Blimp spielen, weil die Truppen da so schnell rausziehen. Aber ab wie viel Truppen gilt das? Ja, gilt das jetzt auch bei 4 Hawks oder gilt das nur bei 20 Kobolden? Das möchte ich ganz gerne noch von euch erfahren. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen, diese kleine tierische Schweinerei hier. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal auf jeden Fall dranbleiben und auch in den Livestreams
Twitch-Braut, Schräger Toto Clash. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.